Jetzt wissen wir, wir hängen am Gastropf von Wladimir Putin, nicht nur am Gastropf. Jetzt haben Sie im EU-Parlament für ein komplettes Embargo bzw. einen Importstopp von Gasöl und Kohle nach Europa gestimmt, ebenso wie Vertreter der ÖVP. Nur die FPÖ hat sich dort enthalten, soweit ich richtig informiert bin. Jetzt der Präsident der Vorarlberger Industriellenvereinigung, Martin Ohneberg, hat sich stark für das kritisiert gestern, und zwar, dass sie gegen Betriebe und Arbeitsplätze auch hier in Vorarlberg gestimmt haben und die Herausforderungen der Vorarlberger Betriebe nicht kennen. Warum haben Sie für dieses Totalembargo gestimmt? Ich möchte vielleicht eine andere Perspektive aufmachen, und das ist ja, was ist, wenn der Gashahn von der anderen Seite abgedreht wird? Was tun wir dann? Sind wir darauf vorbereitet? Ich habe nicht das Gefühl, weil die Debatte wird jetzt einerseits immer darüber geführt, wir können uns ein Embargo nicht leisten, es geht sich nicht aus, wobei das ja vor allem auf Österreich und Deutschland konzentriert ist, weil es viele andere Länder diese Abhängigkeit gar nicht haben. Die haben gewisse Fehler, sind ja einfach gemacht worden. In Deutschland und in Österreich, in der Energiepolitik in den letzten 10, 15 Jahren. Das muss man schon auch klar bezeichnen, weil so tief drinnen, wie wir drin stecken, das gilt nicht für alle in der Europäischen Union. Das heißt, auf den Fall der Fälle, dass Russland das Gas abdreht, müssen wir uns ja auch vorbereiten. Das ist nicht einmal so ein unrealistisches Szenario, vor allem wenn Wladimir Putin sieht, da wird gezögert in der Europäischen Union, da gibt es Uneinigkeit. Wenn ich jetzt merke, da ist Europa so verletzbar und es zeigt sich, dass hier vielleicht ein Weg rein ist, um die Einigkeit zu brechen, dann kann man sich schon vorstellen, dass er auch diese Karte ziehen wird. Das hat man ja auch in der Ukraine schon gesehen, das ist ja schon in der Vergangenheit passiert. Und das ist ein realistisches Szenario, mit dem auch Österreich und die österreichische Wirtschaft, die österreichische Industrie rechnen muss. Und dann gibt es hier noch eine andere Sicht darauf. Und das ist, wie schadet denn ein langer Krieg der Vorarlberger Industrie? Wie schadet ein langer Krieg der Vorarlberger Wirtschaft, den Unternehmen, den Arbeitsplätzen hier? Das wäre eine absolute Katastrophe. Und ich habe schon die Erwartung an die Politik, dass das erste Ziel für die Menschlichkeit in Europa, für den Frieden in Europa, aber wenn der Herr Ohneberg das schon auch so formulieren will, auch für die Arbeitsplätze in Vorarlberg, dann ist das wohl, wie können wir schnellstmöglich wieder Frieden schaffen? Das ist das, was Wohlstand sichert in der Europäischen Union und in Vorarlberg.